Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs 2. So, liebe Leute, es geht weiter für uns. So, wir haben das gelöst, kurz bevor ich den Folgenbreak gezogen habe, vollkommen unnötigerweise. Ich habe gedacht, bei mir würde irgendwas wie klingeln oder so. War jetzt aber nicht der Fall. Okay. Passt das immer noch nicht? Nein, tut es nicht. Ich weiß nicht, warum es das nicht tut. Goddammit. Weil die Linie geht von da, warte kurz, nach darüber. Dann geht die Linie von da nach darüber. Gehst du Motherfucker so, dann gehst du Motherfucker so. Ich hab die Lösung für das Problem hier nicht, weil ich hier noch nichts offen habe. Ja, ich sehe die Lösung hier wirklich nicht. Muss ich wirklich zugeben, ich sehe die Lösung hier wirklich nicht. So. Aber dann. Und da, aber jetzt erklärt sich das für mich weiterhin nicht. Das ist ja nach wie vor locked in, aber. Was ist hier die Rätselslösung? Ey Leute, ich sehe das hier wirklich nicht. An diesem Turm sehe ich das nicht. An den anderen Turm kann ich mir das nur ungefähr noch ein bisschen ausrechnen. Mit ein bisschen Trickserei, dies und das, aber hier? Keine Chance gerade. Naja, so kriege ich ja die Verbindung nicht mehr. Hä? Ich habe ehrlich gerade keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Das ist mein größtes Problem. Das ist mega kompliziert irgendwie, weil ich das nicht sehe. Weil ich das ums Verrecken nicht sehe. I don't know. When you don't know, then you don't know. Ich habe gerade keine Ahnung, ich sehe das ehrlich nicht. Hey, wollt ihr mich verscheißen gerade? Das ist locked in, aber wieso komme ich mit dieser Verbindung hier nicht drüber? Tot, das geht so nicht. Ich sehe da ehrlich, ich sehe das ums Verrecken nicht. Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Oh, better take that.
Ich habe keinen Plan, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Wir müssen jetzt in der Theorie eigentlich alles offen haben. So in der groben Theorie zumindest. So, warte mal, ich bin ganz am Ende. Aha, bitch! Got it. Ich werde den Typen ein kleines Andenken hinterlassen. Marcus, was hast du vor? Ist eine Überraschung. Was? Was? Noch nicht. Hat's funktioniert? Warte kurz. Siehst du, was ich gemacht habe? Echt krass, Bro. Hä? Keine Ahnung, was gemacht hat, aber passt schon. Leute, da! Das dauert ewig, das durchzuackern. Konzentrieren wir uns auf den Zweck der Satelliten. Ray? Ja, ich bin schon an der Arbeit. Heilige Mutter Gottes! Es ist ein Backbone. Ein Satelliten-Backbone? Was ist mit der Latenz? Die sind niemals so schnell wie Glasfaserkabel. Wenn ich das richtig verstehe, dann doch. Blum hat's geschafft. Die umgehen die Unterseekabel mit Satelliten. Ein technologischer Quantensprung. Ich meine, wenn das geht, brauchen Hacker Jahre, um daran zu kommen. Nein, wir nicht. Wir sind schon drin. Wer steht auf Blums Kundenliste? Wir haben Noodle. Wir haben Invite. Wir haben Tidus. Wir haben Galilei. Wir haben die Regierung. Die New Yorker Aktienbörse. Moment, die ganzen Unternehmen haben einfach zugestimmt, dass alle ihre Daten über Blum laufen? Findet das noch jemand verdächtig? So viele Daten und Blum hat Zugriff? Das ist das mächtigste Monopol der Welt. Können wir das Ding sprengen? Nein, selbst wenn wir könnten, wir brauchen noch Antworten. Hey, hört mal alle zu, Mann. Unsere Arbeit ist doch lange nicht vorbei, aber mit dieser Aktion sind wir schon mal im Spiel, also wählt ein Ziel. Invite, Tidus, ganz egal, fangt an zu graben und sucht nach Zeug, das ihr eigentlich nicht machen dürften. Dushan will uns als Feind hinstellen. Zeigen wir ihm, was ein Krieg gegen uns wirklich bedeutet. Ja. Hey, was geht? Du weißt, was geht. Ich weiß genau, was du vorhast. Und du benutzt Marcus als deine persönliche Waffe gegen Blum. Scheiße, was soll das denn jetzt? Ich weiß von Raymond Kenny und seinen Kollateralschäden. Wir benutzen uns hier gegenseitig. Das war immer der Deal, Zatara. Marcus ist ein großer Junge. Er kann selbst auf sich aufpassen. Mhm. Klar. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Haltet ihr eure Gesellschaft für gerecht? Glaubt ihr, dass ihr frei seid? Vielleicht glaubt ihr an die Macht der Demokratie, dass eure Stimme zählt. Unternehmen kaufen jetzt Politiker und manipulieren Wahlen. Glaubt ihr an die Macht des freien Marktes? Die Börse ist nur ein Puppentheater für die Reichen. Euer Geld wird kontrolliert von Leuten, die ihr nicht kennt.
Glaubt ihr, dass die Regierung euch schützt? Die Landesverteidigung schützt jetzt die Regierung vor euch. Glaubt uns nicht einfach so. Seid beim Start unserer bisher größten Operation dabei und seht es selbst. Die Grundpfeiler der US-Politik haben uns verraten. Die Demokratie, der freie Markt, die Landesverteidigung. Belzec zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. Mile High Club. Kann ich mir eigentlich was Cooles herstellen? Eher weniger. Was soll denn das hier sein? Ne, bringt alles erstmal gar nichts. Durch die Galilei-Daten und er möchte dir was zeigen. Cool. Wie groß ist diese Sache? Komm zurück, sobald du kannst. Das hier könnte riesig sein. Ich bin noch da. Na, das lassen wir erstmal. So, gehen wir ein bisschen shoppen fürs Erste. Kann ich mir keine Brillen holen? Nein, kann ich nicht. Okay. Was ist, Ray? Joshua hat was Seltsames beim Galilei-Hack entdeckt. Es ist Code, aber die Kommentare sind chinesisch. Oh, sag nicht, die Chinesen haben den Satelliten-Backbone schon gehackt. Nicht die Satelliten. Die Tiefseekabel, die China und die USA verbinden. Hm. Das ist nicht mal das Interessante an der Sache. Bloom hat den Hack überwacht. Laut Joshua haben die Hacker Daten gestohlen und sie benutzt, um ein Vermögen an der New Yorker Börse zu machen. Hacker werden zu Insider-Händlern und? Das ist doch nicht das erste Mal. Nein, jetzt kommt's. Das Programm, das die Hacker benutzen. Trommelwirbel, George, bitte. Mustererkennungssoftware. Sieht für mich verdammt klar nach Bellwether aus. Und Blum weiß das? Warum halten die dann die Füße still? Genau darum geht's hier. Wir haben keine konkreten Infos, außer die chinesischen Hacker haben einem Frachtschiff eine Vorabfreigabe für San Francisco erteilt. Ihre Schiffscontainer sind gerade im Hafen eingetroffen. Das sehe ich mir an. Okay, Frachtcontainer der Bay Area untersuchen. Ah, das ist eine Hauptmission, sehe ich das richtig? Weil ich will nicht irgendwas tun, was wieder für...